Aaron Opoku nach dem 2:0. Aaron, Heimsieg 2:0. Ich glaube, hätte nicht viel besser laufen können heute, oder? Ja, ich denke, dass wir uns auf jeden Fall vorher schon belohnen können. Wir haben die klaren Chancen und wir machen es gut. Am Ende spielt es hier 2:0, spielt es hinten zu 0, schießt vorne 2 Tore. Wir sind durchaus zufrieden. Wir können natürlich nicht drum herum, als über dein Tor zu sprechen. Endlich ist es gefallen, nach vielen, vielen Vorlagen und auch einigen Chancen. Ich glaube, das müssen wir auch sagen. Hast du dich endlich mal belohnen können? Beschreib doch mal einmal dein Tor. Also, ich denke, dass wir da gut pressen. Heidi setzt mich da gut in Szene. Ich nehme den Ball gut mit, schließe dann ab. Dass der Ball dann endlich reingeht, freut mich einfach umso mehr. Ich bin einfach überaus glücklich, mein erstes Tor geschossen zu haben. Heidi hat gerade gesagt, er hätte sich fast mehr über dein Tor gefreut als über sein eigenes. Ich glaube, über 90 Minuten eine sehr konzentrierte Leistung von euch. Auch ja, mit Chancen, glaube ich, sogar noch ein, zwei Tore mehr zu erzielen. Aber einen Start ins neue Jahr, wie man ihn sich hätte nicht viel besser vorstellen können, oder? Auf jeden Fall. Du hast jetzt 3 Spiele gespielt, hast 7 Punkte. Die Jungs müssen dranbleiben. Wir arbeiten jeden Tag gut und die Jungs geben jeden Tag Gas. Jetzt regenerieren wir gut. Die einen werden mehr trainieren. Am Samstag steht der nächste Gegner vor uns und dann müssen wir wieder 3 Punkte versuchen zu holen. Es wird kein einfacheres Spiel. Jetzt muss einfach Gas geben und dranbleiben. Ich glaube, Würzburg war heute durchaus auch eine Mannschaft, die auch nach vorne Fußball gespielt hat. Also auch ja, kein schwacher Gegner, umso schöner hier so klar gewonnen zu haben. Ja, definitiv. Würzburg hat es gut gemacht. Sie haben auch ihre Chancen und können das ein oder andere Tor ausschießen. Dafür haben wir aber hinten Pipo stehen, der uns so gut wie jede Woche immer rettet und einfach versucht, so gut wie möglich die Null zu halten. Die Jungs haben kompakt verteidigt, die Jungs haben Gas gegeben. Du hast 2:0 gewonnen, bist einfach glücklich. Aaron, dir einen schönen Abend und natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Tor in Niederweiß. Dankeschön.